Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder Alium. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute sind wir in Sasuke 90 seinem Account. Wir haben ein Unkillable Team gebaut. Er hat mich gefragt, ob wir eins machen können. Ich habe gesagt, klar, wenn du die Champions hast. Er hat die Champions. Und dann habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht. Was heißt direkt? Also klar, direkt. Aber es hat jetzt 7 Stunden gedauert, bis das Team jetzt endlich lief. Bis die Stats da waren, wo sie sein sollten. Bis ich mich schlau gemacht habe, wen nutze ich jetzt genau und passe die Stats an. Dieser Account ist noch recht jung, er ist Level 66. Ich zeige euch gleich die Champions, die er hat. Und ja, dann lasst uns einfach nicht weiter quatschen. Zeige ich euch die Champions, zeige euch das Team, die Rotation. Und jo, dann könnt ihr es nachbauen, wenn ihr Bock habt. Bis gleich. So, hier seht ihr, das sind die Champions. Hier haben wir was gezogen. Das ist eine Belohnung. Hier ist eine Fusion. Hier haben wir noch eine Fusion. Und ein paar andere Champions hier gezogen hat. Hier haben wir unsere Fusion, die wir alle erreichen können. Also noch nicht wirklich viele Sachen. Candrophon habe ich selber erst gezogen bei ihm vor ein paar Tagen. Er ist nämlich einer meiner Zuschauer, eine meiner treuen Seelen und hat mich Shards pullen lassen. Da kam ein Candrophon bei raus. Bin ich ganz happy drüber, weil dieser Champion einfach Bastard ist in der Arena. Ja, und wie ihr sehen könnt, jeder, der sich ein bisschen mit Clan Boss Unkillable Teams auskennt, sieht, dass wir hier ein Low Budget bauen können. Low Budget bedeutet die Low Budget Version von einem Unkillable. Hierbei braucht man Painkeeper und eben ein Man Eater. Und ja, Man Eater Stats müssen 290 Speed sein. Ihr müsst es in den Rechner hauen. Ich hau das unten mit rein, die komplette Combo mit den verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Diese Kombi funktioniert von Brutal bis Ultra Nightmare. Auf allen drei Schwierigkeitsstufen. Ihr müsst nur bei eurem Stun-Target, und das erkläre ich euch dann, wenn wir beim Stun-Target sind, ein Item swappen, um die Speed-Werte zu verändern für die verschiedenen Stufen. Und das war es dann schon. Erkläre ich euch aber, wenn wir dann dort sind. Wichtig ist bei jedem Champion außer dem Stun-Target, dass das Leben am besten unter 40.000 ist, was hier perfekt ist, und die Defense bei ungefähr 2.000 und mehr. Also das ist wirklich, wär perfekt, haben wir selber nicht erreicht, aber das wäre ungefähr perfekt bei 2.000 und mehr und unter 40.000 Leben. Und das ist wirklich wichtig, das ist ausschlaggebend dafür, dass der Stun genau dahin geht, wo er hingehen soll, eben zu eurem Stun-Target. 240 Speed war für uns notwendig, dass die Kombi funktioniert. Die Werte können plus minus sein, da kommt es immer drauf an. Benutzt ihr eben Stahllegende als Mastery? Wie viele Speed Sets benutzt ihr? Wie viele Perception Sets benutzt ihr? Und ja, hat dieser Champion ein Speed mehr, dieser Champion ein Speed weniger, das müsst ihr in den Rechner hauen und dann gucken. 100% Crit, der Rest ist mir eigentlich egal, mir war es wichtig, dass es erstmal läuft, weil ich weiß, dieser Account ist sehr jung und hat auch nicht das Gear. Das war nämlich das größte Problem. Die Champions sind da, aber das Gear eben nicht. Und deswegen, ich habe es gerade so erreicht, ich habe 9 Champions von ihm kaputt gemacht, 9 Stück, da musste ich Gear klauen dafür, aber dafür läuft halt jetzt der Clan Boss. Und jetzt muss er einfach nur erst dann mal schlechtere Sets oder Items auf die anderen Champions wieder draufpacken und dann, wenn er irgendwann Items bekommt, einfach verbessern. Ist halt leider so, ich habe bei meinem Account auch einiges kaputt machen müssen fürs Unkillable. Dann haben wir Painkeeper. Painkeeper, der zweite Champion, der ausschlaggebend ist für diese Kombination. 2 Stück braucht ihr. Maneater, Painkeeper, das war's. Danach seid ihr fertig. Ah ja, ganz kurz. Maneater ist ganz wichtig. Dieser Skill muss gebuckt sein. Ohne die Bücher hier drin braucht ihr es gar nicht anfangen. Diese Bücher müssen drin sein. Und so sieht seine sehen seine Masteries aus. Ganz klassische Clan-Boss Counter-Attack. Unkillable Masteries. Sorry, wenn ich mich verspreche und alles ein bisschen durch den Wind ist. Wie gesagt, ich habe vorhin Champion Guide gemacht über Marshall, den ihr schon gesehen habt, und jetzt eben hier das Unkillable Team, den seit etlichen Stunden am Tun und Machen. Dann haben wir hier 220 Speed, war für uns ausschlaggebend. Painkeeper muss das zweitmeiste Leben in der Combo haben. Also alles zwischen 40 und, ich sag mal, 43.000 ist okay. Weil ich erkläre euch gleich, dass euer Stun-Target nicht über einen ganz speziellen Wert drüber hinaus schießen darf, aber natürlich auch nicht niedriger als das. Also ihr seht, diese Combo erfordert einige Dinge. Das ist nicht wie bei meiner. Bei meiner ist es Speed-Wert erreichen, fertig. Speedwerte erreichen, dann hier müsst ihr gewisse Defense-Werte, gewisse Speed-Werte, gewisse HP-Werte erreichen. Und das ist das, was es so kompliziert gemacht hat, warum ich auch so lange hier dran sitze. Und ja, 220 Speed, 1860, ich wäre gern bei 2000, klappt aktuell nicht. Irgendwann wird es noch klappen, 42.000 ist perfekt. Alles zwischen 40 und 43.000 ist wirklich perfekt für diese Combo. Fähigkeiten hier genauso, das muss gebuckt sein, ihr braucht dieses Cooldown, sonst kriegt sie einmal zu oft ihren A1 und dann geht die rote hops. Hier müssen die Bücher drin sein, wirklich ausschlaggebend.
Und dann hier drüben, die Masteries können so aussehen, da könnt ihr auch hier das nehmen wie beim anderen für andere Bereiche. Das hier würde ich noch gern reinhauen, aber ich hatte jetzt keine Lust, noch mehr Juwelen auszugeben. Ich glaube, ich musste für zwei Champions mit Juwelen die Masteries ändern. Das wollte ich jetzt eben nicht. Und hier ist auch wichtig, wenn ihr Starlegende drin habt, müsst ihr das mit den Speedsets zusammen in den Rechner hauen und dann das Häkchen reinmachen, ob es klappt oder nicht. Was wichtig ist, ihr dürft kein magischer Zyklus drin haben. Ihr dürft kein hier keine Arkane Erhabenheit drin haben. Ihr dürft nichts haben, das euer Rundenmeter oder eure Cooldowns bei diesen Champions verändert. Bei Maneater und Painkeeper dürft ihr keine dieser Sachen drinnen haben. Also vor allem nicht hier sowas, das eure Abklingzeiten verringert. Das dürft ihr auf keinen Fall haben. Speed, Turnmeter Boost dürft ihr bei niemandem drin haben. Also alles, was hier irgendwie irgendwelche Zyklen sind hier. Welcher ist das? Rachezyklus, sowas. Auf keinen Fall. Darf nicht. Nein, nicht. Dann haben wir den ersten DPSler, das ist unser Rasen. Rasen muss die Werte unter 40.000 haben, wir sind ja bei 27, über 2k. Ich wäre gern mit ihm auf 3.000 oder mehr Defense hochgegangen. Je mehr Defense Rasen hat, desto mehr Schaden macht er. Wichtig war hier 177 Speed zu erreichen, was wir erreicht haben. 104 Crit, wenig Crit Schaden. Wie gesagt, es gibt gerade nicht mehr, wir müssen Debuffs landen, wir müssen gucken, dass alles klappt und deswegen musste ich darauf achten, Speed zu erreichen, HP und Defense-Werte anpassen und dann eben noch Genauigkeit. Alles andere passiert dann irgendwann, wenn sich sein Gear verbessert. Ihr seht auch hier, dieser Rasen hat nur ein einziges Buch drinnen und jetzt daher fehlt auch super viel Schaden. Das ist ultra wichtig, dass immer Defense Down und Weaken drauf ist, dass dieses bisschen Schaden hier und da kommt natürlich auch noch mit dazu und das skaliert halt auf die 50 Runden dann schon mal zu 6- bis 7-stelligen Zahlen. Ne? Masteries hier, ganz normale, typische bei einem 3-Hitter auf dem A1, ist natürlich wichtig, Riesenbezwinger zu nehmen und kein Kriegsmeister. Und dann ganz normale Counter-Attack-Masteries. Man kann sich jetzt drum streiten, ob man das drin haben will und vielleicht noch das drin haben, dass wenn jemand gestunt wird, man noch einen Counter-Attack hat. Kann man aber für sich entscheiden. Ich habe hier gar nicht geguckt. Oh, wir könnten es sogar ändern. Mache ich jetzt aber nicht. Soll er dann vielleicht für sich machen, wenn er will. Und unser zweiter DPSler ist, wo ist sie? Da ist die Maus, die ist, hier ist Fane. Fane muss auch unter 40 sein, hat 23,7, hat weniger als 2000, aber es reicht. 1860 hier reichen. 176 Speed ist wichtig bei ihr, 99. Wir können, ich habe überall geguckt, bei den Stats, ihr müsst einfach schauen, es ist nicht wichtig. Deswegen zeige ich euch jetzt nicht, wie sind die Werte von den Items und sowas, sondern das hier müsst ihr erreichen, das ist wichtig. Und da, wenn ihr das erreicht mit Crit Damage Handschuhen, dann erreicht ihr das mit Crit Damage Handschuhen, wenn ihr über die Unterwerte eure Speed rausholt, eure Defense, euer Leben und so rausholt. Wenn ihr es natürlich nicht macht, weil ich habe bei allen Champions zum Beispiel Crit Quote Handschuhe, weil wir sonst nicht auf die 100% kommen. Wichtig ist erstmal, wenn ihr Damage machen wollt, 100% Crit und danach erst Attack und Crit Damage stacken. Ihr braucht nicht 300% Crit Damage haben, 5000 Attack und dafür nur 50% Crit. Macht keinen Sinn. Deswegen, ja, wenn ihr diese Stats erreichen könnt, dann alles andere ist Plus und das ist wirklich Gear abhängig. Dann, ja, haben wir eben diese Werte, die wir erreichen mussten, habe ich geschafft. Lief easy, 255 Genauigkeit. Sie muss ihre Debuff setzen. Jo, bei ihr ist es egal mit den Büchern, aber sie sind drinnen und das hilft uns natürlich. Sie cycelt viel schneller durch, macht dafür mehr Schaden, kann die Debuffs besser landen, was natürlich super wichtig ist. Und hier auch ganz normale Clan Boss Unkillable Masteries. Ihr seht auch, die sind noch nicht fertig. Das letzte fehlt. Das geht dann hier mit rein. Man kann hier natürlich auch sagen, okay, man hätte vielleicht noch das nehmen können oder, aber das wäre dann eher so eine Sache für Faction Wars Dungeons und so. Ja. Ganz normal. Und dann haben wir den Slowboy. Slowboy ist bei uns in diesem Fall die Banshee. Banshee hat, ich gehe erstmal über ihr Kit und über ihre Stats und alles. Und danach erkläre ich euch, was ein Slowboy genau ist und wie es mit den Farben aussieht. Weil ihr braucht für andere Affinitäten einen anderen Slowboy. Das ist eben das Miese an einem Low-Budget-Team. Für die unterschiedlichen Affinitäten braucht ihr immer unterschiedliche Slowboys oder Stun-Targets in diesem Fall. Der Slowboy ist / der Stun-Target. Ja, Slowboy muss am meisten Leben haben und muss am besten 10% mehr Leben haben als Painkeeper. Unsere Painkeeper hat 42.000, also sind 48.000 ungefähr, 10% und ein bisschen mehr. Muss die wenigste Defense haben. Ich wäre hier am liebsten auf 1-2 runtergegangen. Wir haben jetzt hier 1-5, wie ihr sehen könnt, aber es passt. Ich habe es schon getestet, es passt.
121 Speed ist wichtig für Nightmare. Euer Stun-Target braucht auf Nightmare 121 Speed. Auf Brutal und Ultra Nightmare müsst ihr ein Item finden, wo, das ihr immer hin und her swappen könnt. Das ist halt auch wieder der Nachteil daran, an dieser Kombination. Es gibt Kombinationen irgendwo im Netz. Ich habe noch keine ganzen dazu gesehen und Rechner und nicht. Da kann man mit denselben Speed-Werten alle Schwierigkeiten machen. Aber ich habe nichts gefunden, kenne nur die, deswegen habe ich die hier benutzt. Wenn jemand von euch hat und kennt, schickt mir bitte den Link in die Kommentare. Ich würde es gern haben, damit wir eben Low-Budget-Dinger mit ein und denselben Werten auf allen Stufen machen können in Zukunft. Und für Brutal und Ultra Nightmare braucht ihr 112 Speed auf eurem Slowboy Stun Target. Brutal Ultra Nightmare 112, Nightmare 121. Können wir mit einem Gear-Stück easy swappen. Und der Rest der Stats egal. Also wie gesagt, und wichtig ist, unter 50.000 Leben müsst ihr bleiben. Ihr dürft nicht über 50.000 Leben sein mit dem Stun Target. Es gibt Kombis, da hat es geklappt. Aber um im Safe Spot zu sein, über 10% zu Painkeeper und unter 50.000. Und die Defense so gering wie möglich. Am besten ein paar hundert zu eurem, sage ich jetzt mal, schwächsten Defense-Champion, was bei uns, glaube ich, Fane mit ihren 1,7 war oder 1,8. Und ja, da ungefähr so 200 weniger ist ideal. Ihre Fähigkeiten sind gemacht, weil das Stun-Target ist bei euch auch anders. Das spielt keine Rolle. Und hier ist es auch wichtig, hier könnt ihr das ruhig drin haben, weil ob ihre Cooldowns resettet werden, ist egal, aber wenn der Maneater eine Runde zu früh sein Unkillable macht, wirft es eure Rota über den Haufen. Und dann hier auch wieder drauf achten, nichts mit dem Rundenmeter haben, hatten wir übrigens am Anfang drin, das hat mir die Rota dann verhauen und ich habe es nicht gemerkt. Aber ist ganz normal, nach so viel Stunden Arbeit, ja, solche Geschichten dürft ihr nicht drin haben, sowas natürlich auch nicht, aber wir sind eh hier drüben gegangen, wobei wir eigentlich echt hier rüber gehen könnten und über den auch über den Baum das alles machen können, aber das soll dann alles er machen, weil wir mussten die Masteries eh schon ändern und dann bin ich aber wieder dahin gegangen. War ein langer Tag, ja, so sieht's aus und so ist die Combo. Und diesen Slowboy oder dieses Stun-Target funktioniert auf Void, auf Rot und auf Blau. Für den grünen Clan-Boss braucht ihr ein anderes Stun-Target, was in unserem Fall Fushan wäre. Fushan hat aber noch keinen Rang 6 und wenn er Rang 6 ist, bekommt er hier nochmal 5 Speed dazu und die müsste ich ja jetzt schon mit einberechnen und am Ende vergesse ich es, während ich das Team baue oder alles und ja, die müsste ich, also er muss auf Rang 6 sein, dann müssen wir auch die Masteries machen, Bücher sind egal, aber das wird unser Slowboy und das Gute ist halt das, vielleicht können wir den richtig mit Damage stacken, dass jedes Mal, wenn er angreift, massivst Schaden macht. Guck vielleicht, dass ich ihn sogar auch in ein gutes Poison Set oder so setze, dass da ein bisschen was plus kommt und ja, falls ihr eine bessere Idee habt, wir waren am überlegen, ob wir hier Sepulchre Sentinel nehmen, also Wächterin der Gruft. Ich habe aber Angst, dass der Block Debuffs, den sie raushaut und sowas eventuell das Stun-Target oder den Stun falsch lenkt oder so. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das gut ist oder nicht, aber irgendeiner weiß es bestimmt, ab in die Kommentare damit bitte. Und ja, so sieht's aus. Der wird dann der Stun-Target sein für Grün. Ich habe die einzige Befürchtung beim Blauen, dass vielleicht unsere Fane im Stun gefokust wird, obwohl wir die Werte haben, weil sie ist die negative Affinität zu Blau. Was bedeutet, der Clan-Boss würde sie priorisieren. Sollte das der Fall sein, müssen wir die Fane als DPSler rausnehmen und dann muss ich etwas Neutraleres reinhauen, was in meinem Fall dann ein Bollwerk wäre. Dann hätten wir Debuff-Extension, dann haben wir noch einen zusätzlichen Defense-Down, falls der andere nicht proct und nämlich hier Defense Down, LP Burn, Debuff Extension. Also das wäre dann meine Option und für den Fall und wir haben dann noch die Defense Aura in seinem Fall, die eben Rasen dazu bringt, mehr Damage zu machen. Das wäre dann die Option, aber das muss ich erst dann testen, sobald blaue Affinität da ist. So, das Editieren in dem Video wird katastrophal. Das eine Mal hat jetzt gerade mein Antivirus-Programm Faxen gemacht, das andere Mal ist das passiert, das andere Mal ist das passiert. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich habe euch vorhin gesagt, wir müssen 121 Speed für Albtraum haben und für brutalen Ultra-Albtraum brauchen wir 112 Speed. Und das machen wir mit diesem Bruststück. Ihr seht, wir droppen um 9, wir haben gerade 121, sind dann auf 112 und somit wären wir für die anderen Affinitäten ready. Das ist halt der Nachteil an dieser Combo, ihr müsst immer wieder hin und her switchen, was mir persönlich nicht so sehr gefällt. Aber ich sag so, wenn man einen sicheren
Clan-Boss haben will, dann muss man das halt einfach für die Zeit, in der man dann einen zweiten Maneater zieht oder einfach in Kauf nehmen. Ihr seht hier, der Clan ist gerade noch am Albtraum machen. Sie machen Albtraum täglich. Sobald sie sind gerade alle im Übergang, alle am Speedtune und am Gear sammeln, Champion sammeln, um dann zu switchen auf Ultra-Albtraum. Und somit hat er noch Platz, sein Gear zu verbessern und hat einfach noch Zeit, um dann eben auch ready zu sein, wenn sein Clan Ultra-Albtraum hittet. Und dann eben zu sagen, okay, ich schaffe dann 2 oder vielleicht 3 Keys auf Ultra-Albtraum. Dann machen wir das mal alles raus. Ich zeige euch das Setup. Ich hoffe, dann läuft alles diesmal geschmeidig, weil das ist jetzt, glaube ich, der 5. Try. Und ich hoffe, diesmal schmiert hier nichts ab und macht nichts, irgendwelche komischen Meldungen fürs Video. So, so sieht's aus. Ihr wisst, Clan Boss priorisiert. Und da gehen wir jetzt nur kurz davon aus, wie die Reihenfolge ist. 1, 2, 3, 4 und 5, was den Stun angeht. Das spielt natürlich dann auch noch eine Rolle. Was für eine Affinität, wie viel Defense, wie viel Leben, wie viel Buffs, welche Masteries und. Tausend Sachen spielen da eine Rolle, aber so die Grundregel ist 1, 2, 3, 4, 5. Und dann natürlich in unserem Fall jetzt so viel Leben, so viel Defense, bla 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 bla. Und wir müssen aber bei Fushan swappen, weil Fushan hat eine Speed-Aura, da müsst ihr aufpassen. Das heißt, Rasen kommt dann ins Lead und Fushan in den zweiten Platz. Dürfte dann auch klappen, werde ich dann aber machen. Und ich mache jetzt kurz die Kamera aus, weil die lief vorhin nämlich auch und deswegen musste ich jetzt auch wieder von vorne anfangen. Jetzt gehen wir die Rota durch. Nightmare, Maneater A2, Painkeeper A3, dann haben wir Rasen, egal was eigentlich, aber wir machen A2 für Defense Down und Weaken. Dann hätten wir jetzt einen der beiden Buffs nicht gesetzt, hätte ich jetzt A3 mit der Fane gemacht. Wir machen jetzt hier aber ihren A2. Also es ist immer abhängig davon im Setup, wie sieht der Clan-Boss aktuell aus, wie sind die Debuffs gelandet. Danach ist der Clan-Boss dran, dann ist unsere Banshee dran, da machen wir natürlich die Giftempfindlichkeit. Danach ist der Maneater dran, hier machen wir die A3. Dann ist Painkeeper dran, da machen wir die A1. Ganz wichtig, weil sonst hätten wir vorher Auto drücken können, aber sie priorisiert A2, was bedeutet, das würde unsere Rotor über den Haufen hauen. Dann ist Rasen dran, da ist es auch egal was. Hier machen wir A1, damit wir mehr Schaden machen. Fane ist hier in dem Fall egal. Wir haben noch ein bisschen was drauf. Wir können aber gern setzen, weil Fane ihre Debuffs 3 Runden anhalten. Somit passt es. Dann sind wir mit Maneater dran, da machen wir die A2. Jetzt ist der Clan-Boss. Danach haben wir Painkeeper nochmal A1 für das Rundenmeter. In der ersten Runde quasi ist Maneater zweimal dran gekommen. In dieser Runde kommt Painkeeper zweimal dran und danach können wir Auto setzen. Also sobald Painkeeper dann dran war, beziehungsweise sobald der Clan-Boss gestunt hat. Dann ist jetzt hier, habt ihr gesehen, mit Banshee A1, wo wir kein Gift gelandet haben, was natürlich perfekt ist, beziehungsweise wir haben unsere Poison Sensitivity nicht gelandet. Maneater ist hier in dem Fall egal, wir haben nur einen Skill, also den. Hier ist Rasen, auch egal, wir nehmen A1. Fane ist auch egal und da können wir auch nur die A1 nehmen. Jetzt ist Painkeeper dran und jetzt machen wir die A2. Zack. Clan-Boss, Stun, perfekt, ging genau dahin, wo es sein soll. Bei grüner Farbe ist hier ein Fushan, hat aber den Platz getauscht mit Rasen und würde dann hier den Stun bekommen. Wie gesagt, ich mache dazu dann noch ein kurzes, separates Video, zeige euch, ob es klappt. Und ja, ab hier drücken wir Auto. Ich switch jetzt zum Ende vom Video. Ihr seht dann das Ergebnis im Damage. Und danach mache ich das Setup für Ultra Nightmare, zeige euch da, wir swappen die Brust, zeige euch das Setup, zeige euch den Damage und das war's dann, weil das Video jetzt schon echt lange geht und ich möchte nicht unnötig hier auf YouTube eure Zeit verschwenden. Also bis gleich. So, wir sind in Runde 49 angekommen, wir sind jetzt gleich am Ende, kippen gleich um und dann gucken wir wie viel, ich denke so 24 Mille ist drin. Was vernünftig ist, was auf jeden Fall 2 Keys auf Albtraum sind. Jo, knapp 24 Mille und ihr seht hier unser Slowboy Banshee 3,6, Rasen 4,2, Fane mit meisten Schaden gemacht mit 7,8 und dann kommt Quälerin mit 3 und Menschenfresser mit 5,3 Millionen, was wirklich gute Zahlen sind für das, dass wir, sage ich jetzt mal, so mageres Gear haben. Das sind easy 2 Keys auf Albtraum, aber sein Clan ist eh gerade noch am entwickeln, er genauso. Von daher, jo, würde ich sagen, auf jeden Fall richtig nice und da steckt
super viel Potenzial dahinter oder drin, um einen Key auf Albtraum und zwei auf Ultra Albtraum zu schaffen. Vielleicht sogar nur drei, aber es ist ja egal. Hauptsache, man schafft seine Keys, ne? Ob mit drei oder zwei. Ganz ehrlich, ist doch eigentlich egal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Ultra Nightmare Setup. So, Clan Boss, Ultra Nightmare. Ich habe schnell die Brust gewechselt. Speedwerte sind angepasst. Dort läuft die Rotation so ähnlich. Bisschen anders natürlich, aber ja. Wir fangen hier nämlich direkt mit dem Maneater A3 an. Danach kommt Painkeeper. Hier machen wir auch direkt die A3. Jetzt ist der Clan Boss dran. Danach ist der Razin. Ah genau, jetzt haben wir einen Counterattack getriggert. Dann ist Razin dran mit dem A2. Wir hitten beides, also machen wir A2 mit Fane. Würden wir nicht beides hitten, hätte ich die A3 gemacht. Danach ist der Maneater wieder dran. Hier machen wir die A2. Danach kommt die Banshee dran. Wir gucken, ob wir die A3 landen. Diesmal ja. Und wir haben ein kleines Gift gelandet, was natürlich auch super nice ist. Painkeeper A1, ganz wichtig, damit sie das Rundmeter bekommt. Clan Boss ist dran. Jetzt sind wir. Razin ist am Turn. A1. Danach kommt Maneater. A1. Hier kommt jetzt Fane. Da ist es egal, was gerade ready ist. Wir haben noch... Ach, wisst ihr was? Wir machen es, weil danach ist Razin. Sonst haben wir eine Runde kein Defense Down und Weaken. Und jetzt kommt Painkeeper mit dem A2. Dann sollte der Stun kommen. Der sollte in die Banshee gehen. Und das, obwohl wir Void haben. Bam, richtig gelandet. Wenn das passiert und euer Stun genau in eurem Stun-Target landet, könnt ihr ab dem Zeitpunkt Auto drücken und dann läuft der Run seine 50 Runden durch und dann sehen wir uns gleich am Ende. So, und auch wie ihr jetzt sehen könnt, sind wir kurz vorm Ende im Runde 49 angekommen. Auch hier ist es easy durchgelaufen auf Ultra Nightmare. Sobald ihr das Setup gemacht habt, klappt alles, bam, Runde 50. Wir haben ungefähr genauso viel Schaden gemacht wie auf Nightmare. Hier hat unsere Banshee mehr gemacht. Hier hat dafür Quälerin weniger und Menschenfresser weniger gemacht. Razin und Fane auch ungefähr gleich viel wie vorher. Und ja, wenn wir hier das Gear ein bisschen verbessern und ein bisschen daran arbeiten. Wartet mal ganz kurz, ich mache mal wieder die Kamera an. Hier bin ich wieder. Und ja, deswegen, wenn wir da ein bisschen das Gear verbessern, dann seht ihr, wir brauchen 23,4, 23,5, 23,6. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir brauchen knapp 24 Millionen, um 3 Keys auf Ultra Nightmare zu schaffen. Was, wie ihr sehen könnt, nicht mehr weit weg ist. Somit Challenge accepted und Challenge completed. Ich habe es geschafft. Ewig lang hat es gedauert, aber ich bin froh über das Resultat. Ich bin froh, was wir erreicht haben und was wir hier gemacht haben. Und es ist mega nice und super cool. Puh. War ein krasser Tag heute, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, den Guide gemacht, dann das hier. Und das hat mich fast die letzten Nerven gekostet heute, aber es passt. Und ich bin froh, wieder jemanden happy gemacht zu haben und wieder ein Team zum Laufen gebracht zu haben. Wenn ihr sowas auch haben wollt, Unkillables jeder Art. Ich werde jetzt demnächst höchstwahrscheinlich eins mit Santa bauen, da ich eine Anfrage, was das angeht, auch da habe. Und werde euch noch andere interessante Clan Boss Builds zeigen, die ich noch nicht gezeigt habe auf meinem Account. Ich weiß, ihr habt sie schon millionenfach im Internet von anderen Leuten gesehen. Jedoch will ich halt meine eigene Art und Weise zeigen, weil viele dieser Guides sind halt mit High-End Ultra Gear gemacht. Und hier zum Beispiel seht ihr das beste Beispiel für einen Account, der gerade erst angefangen hat, die Champions hat, und was man damit dann am Ende doch erreichen kann. Ne? Und die Damage Dealer jetzt auch, eine Fane hat fast jeder von euch und einen Razin kriegt jeder, eine Banshee hat eigentlich auch so gut wie jeder. Also ich habe mehrere kleine Accounts schon angefangen und da hat jeder eine Banshee nach weniger Zeit, nach kürzester Zeit gezogen. Also von daher ein sehr erreichbarer Champion, würde ich jetzt mal sagen. Die einzige Prämisse hier ist Maneater und Painkeeper, aber auch die kriegt man irgendwann, wenn man sie hat. Easy, würde ich sagen. Easy. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo mit da. Wenn ihr auch sowas haben wollt, ab ins Discord, ab im Twitch mal vorbeischauen und mich anschreiben. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wie gesagt, ich habe super viele Anfragen. Kommt ein Video nach dem anderen jetzt, was solche Themen angeht, was Accounts von anderen Leuten angeht, Speedtunes, spezielle Champion Guides und. Yo, deswegen, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Edium. Ciao, ciao.